Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal wieder ein Special-Video. Monte kommt nämlich Marcel und mich gleich besuchen. In einer halben Stunde werden wir ihn vom Bahnhof abholen. Marcel ist aber noch nicht zu Hause und der kommt dann gleich ins Spiel. Auf jeden Fall wird Monte bis Montag bei uns bleiben. Wir werden in den Zoo fahren. Monte hatte richtig Bock da drauf und ich auch. Dann gehen wir natürlich standesgemäß noch shoppen und so weiter. Und ich werde einfach alles wieder für euch zusammenschneiden. 3 Tage lang werde ich filmen. Und wir werden dann gleich Marcel erschrecken. Ich werde ihn gleich richtig hier spawn-trappen aus dem Fenster und gucken, wann er kommt. Und wenn er dann da ist, Leute, werde ich mich hinter die Tür stellen und ihn dann richtig erschrecken. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Wow! Basti, Alter! Es hat so perfekt geklappt, dein Blick, Digga. Okay, Leute, also, wir fahren jetzt zum Bahnhof und bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt schon in der Einkaufsstraße. Wir müssen uns jetzt etwas beeilen. Monte ist schon da, wir haben ein bisschen länger gebraucht, einen Parkplatz zu finden. Also, bis dann. Oh, da ist da der Monte. Was geht ab? Nicht viel. Ich würde jetzt gerne Tschüss raushauen, aber auf Kommando kann ich. Ja. Wollt ihr auch ein kurzes Video was sagen? Ja, ich mach's. Was geht ab? Also, wir sehen uns gleich beim Essen. Hey Marcel, tanz mal zum Job. Also Leute, die nächsten Abonnenten haben wir getroffen. Wir machen jetzt noch Fotos und dann, aber wirklich endgültig, gibt es etwas zu essen. Wieder Abonnenten getroffen. Jungs, sagt mal Hallo. Was geht ab? Hey, Black Ops! Black Ops. Oh yeah. So Leute, also die Pizza ist da, wir snacken die jetzt und danach werden wir wahrscheinlich noch etwas starten in Köln oder so. Oh, danke, Digga. Danke. Also. Ich hab so einen kleinen Ordner. Okay, Leute, wir sind jetzt auch schon wieder zu Hause. Monte hat sich's schon gut gemütlich gemacht. Was geht, Leute? Ohne Schiss heute. Ohne Schiss heute. Und ja, wir chillen jetzt ein bisschen, wahrscheinlich so 1-2 Stunden. Danach geht's wahrscheinlich wieder in die City, ein bisschen die Spielo. Also da, wo die ganzen Simulatoren sind, diese Rennräder und so weiter. Und genau, morgen geht's dann wahrscheinlich wieder ab zum Shopping. Wir haben jetzt gerade eben schon etwas eingekauft in einem Laden. Planet heißt, da kann ich aber ganz Planet kurz zeigen. Oh yeah. Monte und ich haben uns den gleichen Pullover hier gegönnt. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Genau, du hast ja noch das eine Shirt, ne? Das hab ich noch geholt. Oh, das ist auch fresh. Das hab ich doch schon als Pullover, Digga. Ja, sieht auch auf jeden Fall richtig nice aus. Und ja, morgen geht's dann weiter mit dem Shoppen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Haut rein. Jo, wir sind jetzt gerade schon hier in der Spielhalle. Hier sind Flipper und so weiter aufgebaut. Pac-Man. Und Marcel wird sich jetzt versuchen hier am Cosmic Crane. Okay. Ich hab nämlich hier mal, vor 2 Monaten wollte ich ja schon spielen, aber da hat es nicht funktioniert. Ich hab rund diesen Körper. Gucken wir mal, ob du die 100er Prezi am Start hast. Voll unfair eigentlich. So, komm, Digga. Let's go. Ja, dann bin ich eigentlich letzter. Ich spiele nur die Morgen.
Warte, ich hau Orbi raus. Zieht dich. Digga, wo sind die alle? Gott, beim Ziel! Stopp! Ja, auf dem Podium bin ich aber wenigstens. Dritter Platz. 1-12 hat er gespielt. Ja. So, gerade am Billard spielen Anton gegen Marcel, natürlich wie bei allen. Und natürlich die Hunter Prezi am Start. Ganz klare Geschichte. Also rein theoretisch könnte man ihn nicht machen. Digga, das ist so, als ob du einfach einen AFK-Gegner killen musst. Der sich gerade vielleicht so ein bisschen dreht oder so. Jawohl. Oh ja, okay. Also Leute, es fehlt nur noch die schwarze Kugel. Ich muss sie hier reinhauen und Marcel muss sie jetzt da reinhauen. Mal gucken, wer gewinnen wird. Mein Gott. Ich habe das Billard jetzt nochmal knapp für mich entschieden. Ich denke, wir fahren jetzt gleich schon nach Hause, vielleicht snacken wir noch davor etwas. Und ja, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht hier in der Spielhalle. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann spätestens morgen wieder. Nächster Tag ist angesagt. Ich mache mir jetzt gerade hier schon das Frühstück um 13 Uhr. Läuft auf jeden Fall. Hier die Pelmeni, die werden dann gleich ins heiße Wasser geschmissen. Die hat meine Mom noch gemacht. Die war ja ein paar Tage hier und hat die für uns eingefroren. Gleich kommt auch noch Red zu uns nach Hause, Nadim. Und dann werden wir später in die Stadt und so gehen, wahrscheinlich wieder ein bisschen noch shoppen. Gucken wir mal, was die anderen beiden Spritzer bzw. Schwitzer machen. Marcel? Jetzt guckst du dann falsch, wo ich keine Sniper habe. Ich muss dir ja zeigen, wie ich snipe. Okay. Er geht instant drauf, ich weiß es jetzt schon. Niklas, pass auf, die ganze Aufnahme. In dem Moment, wo ich das Second try, Leute. Dramatische Musik, ab. So. 10 Sekunden ist er tot. Wenn die nicht so heftig rumkämmen wie eben, dann geht's. Die schwitzen, die reden auch gar nicht mehr jetzt, seit ihr aufnehmen. Er lässt sich, glaube ich, killen. Ich glaube, er lässt sich killen. Ja! Macht er den Kill? Unglaublich! Ja, first hit, ganz Alter! Krass, ey! Facecard! Jo, jetzt war ich bei der nächste! Läuft auf jeden Fall! Und da draußen ist auch richtig gutes Wetter am Start. Ich glaube, das sieht man auch hier. Sonnenschein pur. Auf jeden Fall Bombenstimmung und Wetter. So muss das sein. Und ich halte euch auf dem Laufenden, wie gesagt. Und bis nachher! Der echte. Was geht ab, Bruder? Komm rein, normal. Digga, die Schuhe sind echt am Markt. Die sind heftig. Die sind richtig heftig. Komm rein, Alter. Alles gut? Ich hab für Red extra noch hier die Pelmeni gemacht. Hast du schon mal versucht, dir selbst einen zu würzen? Jetzt ohne Scheiß. Ich kenne das von mir zu Hause und es schmeckt. Zu Hause geil und hier schmeckt es auch geil. Nee. Das schmeckt richtig nice. Ja, du brauchst, du willst Pizza? Ich habe einen probiert, ich schmecke ganz gut, Digga. Ja? Ja, doch. Echt? Läuft auf jeden Fall. Bist du? Ja. Okay. Gleich geht's auch schon in die Stadt, aber davor gibt's noch ein faires Armdrücken. Natürlich easy XP für den Boss. Ich meine 123 cm Brustdrücken. So. Okay, gut. 1, 2, 3. Oh! Red am Struggle hier! Digga, ist voll stark, Alter! Na. Oh, Anton zieht durch! Er zieht durch! Oh, es wird knapp, es wird knapp! Ah. Oh, Digga, Schluck! Schluck, Mann! Mann! Fuck, Digga! Oh, und. Oh. Digga! Auf einmal ist die Kraft gekommen, ey. Also dann, bis gleich in der City. So, Freunde, wir sind jetzt auch schon in der City, hier gerade beim Rudolfsplatz. Mal gucken, ob wir das ein oder andere Teil noch kaufen werden. Und abonniert mich. Abonniert Marcel und Red. Und da sind wir wieder in Pizza Hut. So muss das sein. Kennt ihr den, diesen von DJ, diesen Pizza Hut-Tanz? Ja. Pass auf, Pizza Hut. Okay, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken. Digga, ich seh schon die Screenshots. Illuminati. Illuminati. Ja. So. Ich muss das ehrlich mal zugeben, ich bin ja wirklich bei Illuminaten, ne? Dreh dich mal ganz kurz. Warte. Oh, 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 oh,
der Geburt wurde das so eingefüllt. Ja, ist so. Richtig voll auf jeden Fall. Wir steppen jetzt nochmal durch die Einkaufsstraße. In Kicks wollen wir auf jeden Fall, da gibt es immer ausgefallene Schuhe und so weiter. Und mal gucken, ob wir etwas Cooles finden. Jawohl, haben wir was gefunden. Monte ist auch befriedigt. Hat sich auch, meine Freunde. Ja, Mann, hat sich auch einige Sachen gegönnt. Die zeigen wir euch dann gleich zu Hause. Okay, Leute, ich bin jetzt auch schon wieder zu Hause mit den anderen Spritzern. Ich zeige euch ganz kurz, was ich eingekauft habe. Einmal hier dieses Oberteil mit dem Rosenmuster. Ist echt auffällig, aber ich mag halt nicht so langweilige Sachen. Und dann auch noch, boah, gönnt euch mal diese blauen Schuhe noch. So ähnlich wie bei Red. Und da musste ich einfach sofort zuschlagen. Auf jeden Fall richtig nice, die sind auch limitiert. Und dann auch noch eine extra Air Max Sohle, damit die noch bequemer sind. Auf jeden Fall ein erfolgreicher Shoppingabend. So muss das sein. Und was willst du denn da? Nachher gehen dann Red und ich dann noch in die Shisha-Bar, also bis dann. Die Echten sind jetzt hier in der Shisha-Bar. Wir haben uns hier gerade Blaubeer bestellt und ja, mal gucken, wie die schmecken wird. Armageddon-Shisha. Ballert auf jeden Fall. Leute, die ist echt heftig. Die beste Shisha in meinem Leben. Ich schwör's euch. Die beste, ich mach keinen Spaß, ich rauch nicht viel, ne? Ich rauch eigentlich gar nicht, aber ab und zu eine Shisha, um ein bisschen runterzukommen, würde ich euch trotzdem nicht empfehlen. Aber trotzdem, die ist echt gut. Also muss ich ganz auf ehrlich sagen, noch nie so eine gute Shisha gehabt. Noch nie. Da haut ihr die Skills raus, meine Freunde. Nicht nur in COD, meine Freunde. Auch bei der Shisha. Oh, not bad. Wir haben jetzt gerade 15.29 Uhr. Monte und ich haben gerade die Videos geschnitten, wie ihr bereits schon gesehen habt, am Sonntag das Kill-Duell. Aktiv auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen länger gebraucht und Marcel, der kommt leider auch erst morgen. Monte wird ihn gar nicht mehr sehen, weil etwas bei seiner Freundin dazwischen gekommen ist. Und ja, wir gehen wahrscheinlich dann nachher noch ins Steakhouse. Es ist richtig geiles Wetter wieder draußen. Die vögel ich immer. Weiß schon. Genau so, Digga. So sieht das aus bei mir abends. Monte trifft euch. Ich kann hier gar nicht. Digga, da gibt's kein Loch. Wir müssen mal irgendwas da reinschneiden. Mann, Alter. Wir haben auch gerade etwas bei Stücke bestellt. Nudeln, Spaghetti, schön mit Schinkensahne und noch mit Parmesan. Und ja, also dann, bis gleich. Oh, da kommt das Essen. Oh ja. Hier schön noch mit Parmesan alles rein hier. Monte gönnt sich hier Bolognese. Standard. Und ja, wir snacken das. Guten Appetit. So Leute, Monte und ich chillen jetzt hier schon seit ein paar Stunden. Aber eine Rechnung ist noch offen geblieben. Und zwar die Bestrafung für Monte, da er die Challenge gegen mich verloren hat. Ich glaube vor 2 Wochen. Und wir dachten uns, ich ziehe ihm jetzt mal die Schelle. Aber hau nicht aufs Ohr. Das ist die einzige Voraussetzung, die ich habe. Ich habe keinen Bock, dass du auf mein Ohr haust. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Okay, das geht dann. Monte, nein. Ey, du Schlingel. Nein, Monte, gib mir mal die Cam, jetzt gibt's eine Challenge für dich. Welche? So, jetzt hau ich zurück. So, Freunde. Erster? Barca hat die Challenge verloren, die nicht stattgefunden hat. Und jetzt hau ich ihn auch eins aus dem Maul. Welche Challenge? Ich weiß nicht. Barca, halt die Backe hin. Digga, ich weiß von denen nicht. Halt jetzt die Backe hin. Hör mal auf, wieso? Ja, Spaß. Okay. Ruf mal einen Krankenwagen, bitte. Ein Krankenwagen? Ja. Hat's wehgetan, oder? Ja, aber sowas von Ding, ich meine. Ja, ich entschuldige meinen Bizeps. Oh yeah, freshes Outfit auf jeden Fall. Red hat passend zu seinem Namen die roten. Man muss mit dem roten Hasen raus. Und ja Leute, wir gehen jetzt ins Hardrock Café, wieder was snacken. Und das wäre dann die nächste Essszene wieder. Ich denke, ich werde morgen noch filmen, wo ich den Monte zum Hauptbahnhof begleite. Leider muss er dann morgen schon nach Hause. Belastend. Aber nun ja, was soll's. Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, bis morgen und ja, No homo. Gute Nacht. So Leute, Monte und ich sind jetzt leider schon beim Hauptbahnhof. Es geht nach Hause. Waren auf jeden Fall 3 richtig coole Tage, muss man sagen. Link ist in der Videobeschreibung zu den ganzen Jungs. Lasst eine Bewertung da, haut rein und wiederschauen und reingehauen. Oh shit. Warte, den hol ich. Konzentrier dich auf das Ey. Ja, sauber, nachladen. Ja, jetzt aber, komm. Jetzt, sauber. Oben. Oh, shit. Ja. Noch einer.
Oh, 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 oh,